Das GWB beginnt mit einem Verbot in Paragraph 1. Kartelle sind nach GWB Paragraph 1 grundsätzlich verboten, da sie den Wettbewerb behindern, wobei das GWB den Begriff Kartell überhaupt nicht verwendet, sondern das GWB spricht in Paragraph 1 von Vereinbarungen. Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinbarungen und aufeinander abgestimmtes Verhalten. Aufeinander abgestimmtes Verhalten bedeutet, ich erhöhe die Preise heute, du erhöhst die Preise morgen. Das ist aufeinander abgestimmtes Verhalten. Und diese Formen, also die Vereinbarung, das aufeinander abgestimmte Verhalten, könnte zum Ziel haben, eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken. Also die Absicht reicht, der Zweck reicht. Ob das wirklich diese Wirkung erzielt, die die Leute, die die Absprachen tätigen, sich vorstellen, ist sekundär. Bezwecken oder bewirken, sagt das Gesetz. Also der Begriff Kartell kommt nicht vor, sondern man arbeitet mit den Begriffen Vereinbarungen, aufeinander abgestimmtes Verhalten, also Absprachen, könnte man sagen, Absprachen, die den Wettbewerb tatsächlich behindern oder bezwecken, ihn zu behindern, sind verboten. Das ist Paragraph 1. Und jetzt könnte das Gesetz im Grunde zu Ende sein, wenn nicht in den folgenden Paragraphen die ganzen Ausnahmen kämen. Wenn man klare Regeln hat, ist die Sache einfach. Wenn die Ausnahmen kommen, wird die Sache kompliziert. Und das GWB ist kompliziert, weil in den folgenden Paragraphen Ausnahmen